Smorgasbord TV, mal wieder zu Hause, und zwar im Videotalk dieser Woche, mit Christoph Puschka. Christoph Puschka muss man eigentlich der Branche nicht vorstellen. Ich mache es doch nochmal vielleicht, falls der ein oder andere dazukommt. Christoph ist verantwortlich im Hause der Fifth Avenue Product Trading GmbH, und das ist der Alleinimporteur in Deutschland, in Österreich und in Polen für kubanische Zigarrenprodukte. Christoph, schön, dich zu sehen. Und ich sehe, du bist trotz der Pandemie voller Elan und gehst auch mit uns mit voller Elan in dieses Gespräch. Sowieso. Ja, meine erste Frage, wie sieht es denn in Kuba aus? Kuba einmal, was die Pandemie angeht. Kuba war aber auch in den letzten Tagen nochmal betroffen von einem Sturm, was ja letztendlich immer wieder mit unseren Tabakprodukten auch zusammenhängt. Du hast dich ein bisschen schlau gemacht. Du bist ja eigentlich jeden Tag am Rohr mit Kuba, aber du hast uns jetzt die aktuelle, ja, sozusagen das Bulletin des Tages aus Kuba geben. Ja. Ja, die Frage ist berechtigt, wie sieht es aus in Kuba? Also in Havanna ist ein neuer Lockdown verhängt worden, weil die Fallzahlen hochgegangen sind, wie ja hier auch. Also ja, ob man das jetzt zweite Welle nennen will oder wie auch immer. Jedenfalls, man hat sich gezwungen gesehen, das mal zu machen. Ich habe mal Bilder gesehen, die waren jetzt aus der ersten Welle. Havanna menschenleer, das ist ein Bild, das kenne ich so nicht. Normalerweise sind die Straßen ja voll und der Malecón ist gesäumt mit Menschen. Und da plötzlich jemanden wie durch so eine Geisterstadt mal durchfahren zu sehen, das war ein deutscher Videojournalist, der in Kuba lebt, der hat diese Aufnahmen gemacht. Das war natürlich ein vollkommen ungewohntes Bild. Was unsere Produkte angeht, kann man zum Glück zumindest eine gewisse Entwarnung geben. Also schon während der ersten Welle und auch aktuell arbeiten die Fabriken, aber natürlich nicht mit voller Kraft, das ist klar. Man weiß ja, viele der Roller sind ja mittlerweile Frauen. Das hat sich ja geändert im Laufe der Jahrhunderte, Jahrzehnte, kann man sagen. Früher war es ein reiner Männerberuf. Mittlerweile sind sie ja viele Frauen als Roller oder sogar der überwiegende Teil Frauen als Rollerinnen beschäftigt. Und da die Kinder zu Hause bleiben müssen, irgendjemand sich um die Kinder kümmern muss, ist es natürlich so, dass viele Frauen dann einfach oder viele Rollerinnen dann einfach zu Hause bleiben müssen, sofern sie kleine Kinder haben. Ist aber auch ganz gut, weil man natürlich damit in den Fabriken dann auch diese ganzen Abstandsregeln besser einhalten kann. Die arbeiten dort auch mit Mundschutz und so weiter. Soweit ich weiß, ist in den Manufakturen, also muss doch keine Manufaktur geschlossen werden, wegen irgendwelcher Fälle. Das ist eine gute Nachricht. Die haben also die ganze Zeit über mit halber Kraft, dreiviertel Kraft durchgearbeitet. Aber, was man natürlich schon sagen muss, Kuba ist klar, weiß jeder, ist eine Insel. Das heißt, die kann man am besten mit dem Flugzeug, am zweitbesten mit dem Schiff erreichen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Logistik. In dem Moment, in dem ein vom Tourismus lebendes Land wie Kuba keine Touristen mehr ins Land lässt, gibt es keine Flüge mehr. Das hat uns natürlich im ersten Moment im März wirklich kalt erwischt, dass wir einfach vor dem Problem standen. Ja, im Lager, im zentralen Warenlager von Habanos liegen zwar Zigarren für uns bereit, allein wir finden niemanden, der uns die spedieren kann. Und dann haben wir zum ersten Mal in unserer mittlerweile über 30-jährigen Geschichte die Habanos per Schiffsfracht geordert. Das hat sich mittlerweile eingespielt. Ich glaube, es ist zum vierten oder fünften Mal sind Container zu uns auf dem Weg. Das dauert natürlich deutlich länger, ist klar. Es gibt auch keine direkte Verbindung Havanna-Kuba, sondern die laufen dann noch andere Häfen an in Lateinamerika. Deshalb dauert die Warensendung von Havanna bis nach Hamburg ungefähr einen Monat. Es gab in der Zwischenzeit allerdings dann wirklich sehr, sehr teuer, weil es gibt nur ganz wenige ausgewählte Maschinen, die doch fliegen. Ich glaube, das ist eine Air France-Maschine. Die muss nach Réunion oder Guadeloupe, weil das französische Staatsgebiet ist. Die fliegt da, ich weiß nicht, einmal, zweimal die Woche. Macht dann so ein Inselhopping, fliegt dann andere Destinationen der Karibik auch an, unter anderem Kuba, und nimmt da auch etwas Ladung an Bord. Das kostet allerdings sehr viel mehr Geld und es ist einfach recht selten. Haben wir in der Zwischenzeit auch gemacht,
aber das Gros der Ware kommt mittlerweile per Schiffsfahrt. Ja. Dann zur Frage, was ist durch den Wirbelsturm, Laura, eigentlich ein schöner Name, passiert. Der hat Kuba also mehr als nur gestreift, man kann nicht sagen voll erwischt, der ist nicht einmal quer über die Insel, der ist so, hat quasi am das Oriente, Osten unten angefangen, da ist über Land gegangen und dann auch nochmal relativ nah oben über den Westen, bevor dann abgedreht ist Richtung Florida. Und jeder, der sich mit Tabak auskennt, weiß, im Westen liegt Pina del Rio, das Hauptanbaugebiet für die Habanos. Zum Glück, muss man sagen, waren die Schäden sehr überschaubar, was wir bisher wissen. Also es gab vor allem natürlich, klar, Wind und Starkregen. Es hat sicherlich jetzt einiges in der, ich meine, die Böden sind vorbereitet, die Aussaat oder die Umsetzung der Pflänzlinge auf die Felder hat sicherlich schon begonnen. Da wird sicherlich wieder Felder, also wird es aus den Feldern rausgespült haben. Aber da ist jetzt noch nichts unrettbar verloren. Also wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen überschaubar sind. Und man muss sagen, in den letzten Jahren waren auch die Tabakernten, was Einlage angeht, recht gut. Problem ist und war immer das mit Deckblatt. Da gibt es natürlich immer noch Einschränkungen. Aber wir hoffen jedenfalls, dass zumindest Laura jetzt, also der aktuelle Wirbelsturm, dass der keine größeren Schäden und Auswirkungen auf die Tabakindustrie in Kuba haben wird. Nun hört man ja speziell aus dem Tabakwarenfachhandel, wir kriegen keine Produkte. Die Endverbraucher möchten natürlich auch wieder ihr ein oder anderes Kistchen kaufen, was ja auch in eurem Ansinnen ist und steht. Wie sieht es denn mit der Belieferung für den Fachhandel aus? Ja, man muss sagen, das gilt, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, für die ganze Branche. Die Menschen, es gibt immer noch viele, die im Homeoffice sitzen, auch jetzt, nachdem natürlich der Lockdown einige Wochen schon vorbei ist, in Deutschland. Offensichtlich hat das Ganze dazu geführt, dass die Menschen doch mehr Gelegenheit haben und mehr Gelegenheit nutzen, Zigarren zu rauchen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man... Bitte? Eine schöne Sache. Das ist eine sehr schöne Sache. Das liegt vielleicht auch daran, dass man, wenn man weniger reisen kann, doch das Gefühl hat, man möchte sich auch wieder mal was Gutes tun. Und also die Bereitschaft für Zigarren Geld auszugeben, ist offensichtlich im Moment sehr hoch. Wir haben natürlich, das ist klar, also wir liefern ja auch Duty-Free-Märkte. Dort ist das Geschäft natürlich komplett zusammengebrochen. Seit Mitte März finden da eigentlich keine gibt es da keine Bestellung mehr. Im Inland, muss man allerdings sagen, läuft es wirklich außerordentlich gut. Und wenn auf der einen Seite natürlich mehr Ware verkauft wird, auf der anderen Seite die Logistik erschwert ist und weniger Ware reinkommt, dann kann man sich vorstellen, was das für Auswirkungen hat. Nämlich die, dass es mit der Verfügbarkeit im Moment nicht so gut aussieht. Also es gibt immer noch Zigarren bei uns im Lager, aber man muss schon sagen, wir sind natürlich bei einer zunehmenden Zahl von Produkten auch eingeschränkt. Und wie gesagt, also die Nachfrage ist sehr groß. Und ja, das, was die Leute wollen, das gibt es dann halt oft auch mal nicht. Das heißt also erstmal für die Aficionados den Humidor plündern und auf bessere Zeiten hoffen, dass die Belieferungen sich dann irgendwann wieder so darstellen oder ähnlich darstellen, wie das in der Vergangenheit war. Das lieben wir uns sehr, ja. Jetzt habt ihr auch den Habanos Day abgesagt. Ich glaube, ihr habt lange gewartet, ihr habt auch gezögert. Die Aficionados waren ja auch recht oder reichlich enttäuscht, als die Absage kam. Aber ich denke, es ist eine vernünftige Entscheidung, die auch ihr getroffen habt in dieser Richtung. Was anderes kann man ja eigentlich gar nicht machen. Und ihr habt aber gleich gesagt, wir machen es im April nächsten Jahres. Hast du das wirklich so auf dem Schirm? Ist das so die Hoffnung oder ist das die feste Meinung von dir? Na gut, ich meine, keiner kann in die Zukunft gucken. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das mit Corona weitergeht und was da noch alles so kommt. Ich wollte das wirklich gern machen. Ich war also wirklich, wie gesagt, also Mensch, im Oktober, wenn uns nicht da also große Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, dann würde ich es wirklich gern machen, weil ich bei den Aficionados auch
die Lust verspüre, wirklich sich endlich wieder mal zu treffen und oder unter dem Schirm der Zigarre, im Zeichen der Zigarre zusammenzukommen. Das ist keine Frage. Alle Zoom-Konferenzen und was man da alles natürlich machen kann, so digital, das sind Behelfe. Aber ich glaube, dieser gemeinsame, sinnliche Genuss, und dazu gehört eigentlich auch, dass man miteinander wirklich persönlich reden kann und sich sehen kann, das fehlt den Leuten, und da haben die Leute natürlich große, große Freude dran. Es war, wie gesagt, bis zuletzt unklar. Wir haben gesagt, wir schauen uns einfach an, wie die Regelungen aussehen, ob wir in der Lage sein werden, ein Hygienekonzept zu erstellen, das natürlich alle Anforderungen erfüllt, von Gesundheitsämtern etc. Und bei denen wir trotzdem noch das Gefühl haben, man kann eine Veranstaltung unter diesen Umständen organisieren, an der alle Beteiligten auch wirklich Freude haben werden. Das war unklar bis Anfang August. Und nachdem dann die neue Regelung kam für Niedersachsen, wir hatten ja schon Spiekeburg ausgewählt, das ist in Niedersachsen, haben wir gesagt, nee, also wir werden unter den Umständen, werden wir das dort nicht machen können. Das ist ein Schloss, das hat viele große Räume oder recht große Räume, aber es hat keine Räume, wo man 300 Leute mit den entsprechenden Abstandsregeln unterbringen kann. Und da haben wir gesagt, gut, das hat dann keinen Sinn. Wir können die Veranstaltung schlecht mit 50 Leuten machen. Da hat auch niemand Spaß dran. Und haben dann gesagt, wir hatten von vornherein einen Ausweichtermin auch. War ja schon klar, dass wir es ausgeschrieben haben, dass möglicherweise der Termin im Herbst jetzt nicht stattfinden kann. Haben von vornherein gesagt, okay, als Alternative gibt es diesen Apriltermin. Und an dem oder auf den hin planen wir jetzt. Ob das natürlich dann so kommt und ob vielleicht bis dahin, was weiß ich, die dritte Welle kommt oder irgendwas, das wird man dann einfach sehen. Es ist ja so, dass eine Veranstaltung wie der Bahnhofstreh auch von der Stimmung lebt. Die Zigarre ist natürlich das Zentrum, aber die Stimmung drumherum in den Workshops etc., alles mit Abstand und alles mit verbundenen Nasen und dem Schnäuzen drunter. Mit Maske ist vor allem so schlecht Zigarre rauchen. Das ist natürlich auch dann optisch nicht unbedingt das. Deswegen kann ich das gut verstehen, bin auch froh aus meiner Sicht, dass ihr das gemacht habt, weil ich wäre ja sonst auch hingefahren und hätte mit ihr dort ein Interview gemacht. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt weiter ausgesehen hätten. Also das lassen wir lieber. Eine Frage habe ich noch. Ihr habt ja auch ganz stark auf die Gastronomie gesetzt in den letzten Jahren. Ihr habt neue Konzepte entwickelt, wie man zusammenarbeiten kann. Da gibt es ja drei verschiedene Modelle. Aber die Gastronomie läuft ja auch nicht so viel oder war ja teilweise auch geschlossen. Das heißt, der Absatzmarkt ist auch eingeschränkt, oder? Ja gut, wir haben das weniger als Absatzmarkt gesehen. Also unser Ansatz war ja immer der, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass die Aficionados Kenntnis bekommen davon, wo eigentlich noch geraucht werden darf. Da gibt es ja auch dieses wirklich sehr, ich finde, sehr wichtige Projekt von Gerhard Heimsat, von Art of Smoke, der einfach versucht hat, die Lounges, die existierenden in Deutschland, jetzt mal unabhängig davon, ob das Habanus Lounges sind oder nicht, mal informativ zusammenzubringen. Wir haben dabei auch unterstützt, weil wir sagen, das ist ein wirklich wichtiges Thema heute. Ich habe festgestellt, vor Corona bin ich ja auch öfter gereist und im Land unterwegs gewesen und stand oft vor der Frage, vor allem natürlich in der kühleren Jahreszeit, ja, wo kann ich heute Abend noch meine Zigarre rauchen? Und wenn man dann die lokalen Aficionados gefragt hat, man hat ja Kontakte, dann hat man relativ schnell festgestellt, die haben vielleicht irgendwie ein, zwei Möglichkeiten für sich, aber so in der Breite kennen die sich dann doch oft nicht aus. Und es gibt eigentlich, wenn man wirklich der Sache mal nachgeht, gibt es mehr Möglichkeiten, als man so denkt. Man muss sie aber finden. Und dazu diente eben dieses Projekt von Gerhard Heimsat. Und wir haben natürlich gesagt, wir wollen unsererseits das Ganze auch unterstützen, indem wir bestimmte Lokale als Habanus Lounge oder als Habanus Terrace ausweisen, wo man eben heute als Zigarrenraucher auch noch willkommen ist. Denn dass man irgendwo rauchen kann, heißt noch lange nicht, dass man auch als Zigarrenraucher willkommen ist. Und darum geht es, diese Stätten zu finden und eben den Aficionados bekannt zu machen. Ja, aber groß,
Unser Absatz, als Absatzkanal haben wir das ehrlich gesagt jetzt nie gesehen. Der wichtigste Absatzkanal ist und bleibt der Fachhandel. Ja, das waren doch dann auf alle Fälle Informationen, die für uns und speziell für unsere Zuschauer bestimmt interessant sind und vor allen Dingen die aus deinem Munde gehört zu haben. Das ist ja sozusagen direkt an der Quelle. Und ich bin froh, dass ich dich gesprochen habe. Danke für dieses Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit in Waldshutingen. Und ich hoffe, dass wir uns dann, wo auch immer, bald mal wieder persönlich sehen. Das hoffe ich auch sehr. Alles Gute, bitte. Gute Zeit, Christoph. Danke. Danke.